Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich das iPhone 16 Pro Max versus meine 5000 Euro Kamera vergleichen. Und ja, das hört sich jetzt erstmal unfair an. Aber hey, so welche Vergleiche sieht man auch auf anderen berühmten YouTube-Channeln, wo die dann die Handyqualität in Form von JPEGs gegen bei der Kamera RAW vergleichen, was natürlich unvergleichbar ist. Aus dem iPhone 16 Pro Max kann man nämlich noch viel mehr rausholen, indem man Pro RAW einstellt und in Apple Lock filmt. Also heute beste Qualität beim iPhone gegen beste Qualität bei der Kamera. Und Leute, was da rausgekommen ist, das ist wirklich krank. So, aber erstmal noch ein paar Infos. Die Kamera, wogegen das iPhone 16 Pro Max antreten muss, ist die Sony A74, die jetzt nicht allein 5000 Euro kostet. Aber die Differenz wird dann noch mit meinen Objektiven aufgefüllt, nämlich einmal mit dem Sigma 24-70mm mit der Blendenöffnung 2.8, mit dem Sigma 14-24mm 2.8, mit dem Tamron 150-500mm Blende 5.0-6.7 und noch einmal mit dem Sony 50mm f1.8. Gegen das iPhone 16 Pro Max, was ausgestattet ist mit einem 48-Megapixel Hauptsensor, einer 48-Megapixel Ultraweitwinkelkamera und einem 5-mal Vergrößerungsfaktor Tele. So, und bevor ich euch jetzt die Bilder zeige, möchte ich noch einmal klarstellen, dass jetzt also das Handy 48 Megapixel gegen meine Kamera 33 Megapixel antritt. Das heißt, das Handy sollte eigentlich mehr Auflösung besitzen. Das möchte ich jetzt noch einmal hier klären. Dafür habe ich mehrere Fotos aufgenommen. Einmal hier von der Ziegelsteinwand zum Beispiel. Wenn wir hier einmal reinzoomen, dann sehen wir, dass das Handy eine wirklich krasse Auflösung hat. Aber es ist nicht besser als meine Kamera, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlechter. In den Ecken des Bildes ist genau das gleiche Spiel. Auch hier hat die Kamera, wenn nicht sogar, einen kleinen Vorteil gegenüber dem iPhone, obwohl es nur 33 Megapixel hat und das iPhone 48. Ein weiteres gutes Beispiel ist auch noch einmal das Bild von dem Baum hier, wo man, wenn man reinzoomt, sehen kann, dass höchstens die gleiche Auflösung vorhanden ist, aber auf gar keinen Fall mehr. Aber gut, wir halten also fest, dass das iPhone seine Auflösung nicht ganz versprechen kann, aber man muss dazu ja auch sagen, dass es trotzdem immer noch beeindruckend ist, wie viele Details hier immer noch vorhanden sind. So, jetzt kommen die Bilder auf beiden Handys im RAW-Modus bearbeitet. Übrigens, ich werde unter diesem Video noch Timestamps einbauen, also falls ihr das Ganze ein bisschen beschleunigen wollt, könnt ihr einfach vorspulen. Ja, das waren die Bilder. Und was ich dazu nun sagen kann, ich bin beeindruckt, was da aus so einem iPhone noch rauskommen kann. Ne, zum Vergleich mal eben, so sehe es aus, wenn dieses Bild hier im normalen Modus geschossen wurde. Einfach nur eklig. Wenn man die beste Qualität aus einem iPhone rausholen will, dann sollte man also wirklich im RAW fotografieren und nichts anderes. Okay, sehen wir uns aber jetzt auch nochmal einige Bilder im Detail an. Zuerst einmal wollte ich testen, wie gut eigentlich die Dynamic Range von dem iPhone 16 Pro Max ist. Dafür habe ich mir einmal eine krasse Gegenlichtsituation ausgesucht mit einem Haus im Vordergrund, was ich dann im Nachhinein aufgehellt habe. Und wenn wir jetzt hier mal genauer in die Schattenbereiche reinzoomen, sehen wir, dass die Kamera immer noch einen klaren Vorteil hat, wegen der Sensorgröße. Details gehen hier einfach verloren, wo sie noch bei meiner 5000 Euro Kamera erhalten bleiben. Was mich aber auch wundert bei dem Handy, es rauscht quasi gar nichts. Es heißt, von dem iPhone wird trotzdem nochmal, trotz des RAW-Modus, Rauschreduzierung draufgepackt, was dann wahrscheinlich die Ursache dafür sein wird. In diesem Bild wollte ich mal das Tele testen. Und ja, ich weiß, der Vergrößerungsfaktor bei dem Handy ist hier maximal 5-fach und ich habe den hier mit 20-fach wirklich überstrapaziert. Und das sieht man auch, es ist eigentlich nur noch matschig und kann man eigentlich nicht richtig benutzen. In diesem Bild hier aber habe ich nur 10-mal reingezoomt
Und hier muss ich sagen, ich bin echt beeindruckt von dem Ergebnis hier wieder, obwohl es reingekroppt ist von einem 12-Megapixel-Sensor. Hier sind immer noch viele Details vorhanden und durch die RAW-Bearbeitung sieht das hier auch immer noch vollkommen natürlich aus. Als ich die Testfotos aufgenommen habe, habe ich mir auch zum Ziel gesetzt, mal ein paar Porträts zu schießen. Mit der Kamera habe ich also mein 50mm f1.8 drauf getan und mit dem Handy bin ich in den Porträtmodus gegangen. Aber das Porträtfoto von dem Handy sieht einfach nur grausam aus. Alles ist kontrastlos. Es gibt keine Schatten, wie es halt nun mal so heutzutage bei einem Handy ist. Da ich also jetzt gesehen habe, dass man den Porträtmodus beim Handy nicht verwenden kann, habe ich durchgehend im RAW fotografiert. Es gab jetzt einfach keine Bilder mit Hintergrund und Schärfe. Muss man jetzt einfach bei dem Handy verkraften. Das nächste Thema ist Lowlight. Und hierfür sind wir extra in so ein verlassenes Gebäude gegangen. So, jetzt entscheidet sich aber eine wichtige Sache. Aus diesen 48 Megapixeln werden jetzt 12 Megapixel automatisch von Apple runtergerechnet. Also wir haben jetzt noch eine geringere Auflösung, womit wir hier jetzt spielen können. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Beispiele ansehen, dann muss ich sagen, dass iPhone 16 Pro macht hier einen besseren Job als meine Kamera. Ich habe hier entweder im Nachtmodus fotografiert oder mit Blitzlicht. Und da ich bei der Kamera mit den ISOs jetzt auch nicht zu hoch gehen wollte, habe ich es versucht, noch ein stilles Bild mit einer Belichtungszeit von 0,4 Sekunden zu bekommen. Das habe ich auch hingekriegt. Trotzdem ist bei dieser Extremsituation hier jetzt zum Beispiel einfach zu viel Rauschen im Bild bei der Sony-Kamera. Und ich habe bei der Sony-Kamera auch sogar noch die Lightroom-KI-Rauschreduzierung draufgefügt, was mich dann noch mehr erstaunen lässt, dass das Handy dann trotzdem hier noch rauschärmer ist und man hier mehr erkennt. Das ist mindblowing. Lowlight muss ich dem Sieg für das iPhone geben. So, kommen wir jetzt zur Kategorie Video. So, und bemerkt ihr das gerade hier im Hintergrund? Genau, das nennt man Hintergrundunschärfe. Sieht saugeil aus. Das gibt es bei einem iPhone 16 Pro Max leider nicht. Ist genau das gleiche wieder wie im Fotomodus, muss man beim iPhone einfach drauf verzichten. Aber dafür gibt es dann Epilog, womit man dann seinen Film color graden kann. So sieht man dann jetzt in dieser typischen YouTube-Szene, dass man aus dem Handy wirklich noch viel rausholen kann. Und wenn das Handy jetzt noch die Hintergrundunschärfe hätte, würde ich sogar sagen, dass das vollkommen vergleichbar ist und dass es jetzt keinen großen Vorteil mehr gibt, mit einer Kamera zu filmen. Um das jetzt aber auch nochmal genauer zu testen, habe ich mich in die stärkste Gegenlichtsituation gestellt, wo man nur sein kann, nämlich vor einer Sonne. Habe dann jetzt versucht, die Schatten hochzubringen und hier sieht man dann doch wieder die Unterschiede zu einer richtigen Kamera. Bei der Kamera kann man einfach die Schatten viel mehr aufhellen und trotzdem bleiben Details und Schärfe einfach in den Schatten erhalten, wo das Handy schon so ein bisschen matschig wird. Trotzdem aber schon wirklich eine sehr, sehr große Verbesserung zu dem normalen Apple-Video, wenn man das jetzt nochmal zu dem Log-Video vergleicht. Das kommt jetzt schon viel näher an meine Kamera ran. Fazit. Die Qualitätsabstände zwischen iPhone und Kamera sind wirklich über die Jahre viel, viel geringer geworden. Vor allem mit der Einführung von Apple Pro RAW oder jetzt beim iPhone 15 Pro mit der Einführung von Apple Lock hat das iPhone einen Qualitätsboost bekommen. Und jetzt zur entscheidenden Frage, ob man die Kamera heutzutage mit einem Handy ersetzen kann. Nein. Man muss dazu ja auch sagen, dass das Merkmal einer Kamera ist, dass man die gesamte Kontrolle über sie hat. Man kann die Belichtungszeit, ISO, Blende und all diese Sachen nur mal einstellen, was bei dem Handy noch alles automatisch funktioniert. Und außerdem könnte ich ohne diese Hintergrundunschärfe heute nicht mehr leben. Was ich mir also von Apple wünschen würde, ist, dass es den Porträtmodus auch noch zusätzlich im RAW-Modus verfügbar gibt. Vielleicht ist das ja umsetzbar. Ansonsten muss ich aber sagen, echt Lob an das iPhone. Hat hier wirklich die ganze Leistung gegeben. Ich bin wirklich überrascht. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.